Ja Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video auf meinem Kanal. Und gestern kam ja der Launch Trailer raus und wow, dieser Launch Trailer war so affig geil. Und deswegen gibt es heute ein Video, wo wir über alles sprechen werden, was in diesem Launch Trailer so passiert ist. Was heißt, ihr bekommt jetzt erstmal eine Reaction auf den Launch Trailer von gestern und dann eine Analyse. Und diese Analyse beinhaltet, was eigentlich genau mit Olympus passiert ist und natürlich Mad Maggies Fähigkeiten. Also dranbleiben lohnt sich. Let's go! Okay, es ist Maggie. Es ist confirmed, es ist Maggie. Okay. Oida! Bah. Okay. Das fängt ja schon mal übel heftig an. Maggie hat Style. It's Maggie. We're gonna shoot her, right? Ich liebe Mirage. Oh, das ist eine Fähigkeit von ihr. Oha. Okay. Kann man den Spot betreten unter Olympus? Thank you, my dear. Every story needs a villain. You won't be thanking me when I smash your face in. Oh, ich glaube, das ist Octane's Dad. Playing your role to perfection. Okay. What you done, sister? Oh. Was ist das? Ist das schon ein neuer Spot? Yo! What? Lol, das ist ja wirklich eine Turbine. Ach du Heiliger! Olympus hat einen kompletten Phasensprung gemacht. Bonsai Plaza? Face? Solar Array? Hä? Huh? Let's bleed. Hey, she's on our squad, Chica. Like it or not? Ich mag Octane. Alter, Octane ist so geil. Oh, Fuse Rave Pathfinder versus Lifeline Maggie und Octane. Nicer Shot. Gutes Jump Pad. Yo! Alter, die hat dich ja voll eiskalt erwischt. Was ist das denn? Die hat eine komplette Ult getankt von Fuse. Und was war dieser Ball? Oh oh. Autsch. So, you gonna tell us your evil plan? Wasn't me. Papa? Oh mein Gott, wie süß er Papa gesagt hat. Oh mein Gott, das ist ja das... Also, das war wahrscheinlich die beste Stelle, was Voice Lines angeht, in diesem gesamten Trailer. Baba? Ich muss mir das nochmal anschauen. Das war super geil. Komm, sag nochmal Baba, Alter. Baba? Ey, Alter. Ey, ohne Spaß, Octane ist der Allergeilste. What? Baba? Alter, ich komme gerade nicht drauf klar. Dieser Trailer war epic und vor allem übelst überraschend. Ich habe mir eigentlich auf was relativ Unspektakuläres eingestellt. Und mein Hype für Season 12 war ja tatsächlich nicht so groß. Aber ich glaube, nach diesem Launch-Trailer hat sich das aber sowas von schlagartig geändert. Puh. Leute, kommen wir zur Analyse. Wow, also dieser Launch-Trailer war wirklich epic. Mir hat er sehr gut gefallen und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass ich noch einen Hype für Season 12 bekommen werde, aber den habe ich gerade sowas von. Ich fand den Trailer absolut epic. Ich fand es auch crazy, wie auf einmal Olympus irgendwie in eine andere Dimension teleportiert wurde, aber dazu kommen wir später.
fangen wir erstmal an. Wir wurden komplett mit Informationen gefühlt überschüttet. Aber wir starten jetzt erstmal mit dem Wichtigsten, und zwar Mad Maggies Fähigkeiten. Die Vermutung von mir ist, dass die Passive dieses Mad, also verrückt, durchgedreht in Mad Maggie bedeutet. Also schlichtweg einfach gesagt, sie wird wütend. Und diese Passive besteht aus zwei Teilen. Als erstes, als sie den Wachmann im Landungsschiff quasi attackiert oder halt einfach in seinen Hals beißt, was nicht so lecker war, beginnt sie so rot aufzuleuchten. Und das ist wohl das Merkmal, an dem man ihre passive Fähigkeit erkennen kann. Das ist ungefähr so vergleichbar mit Octane, denn wenn er stimmt, leuchtet er auch grün und hat so einen grünen Schimmer um sich rum. Und das ist wahrscheinlich bei Mad Maggie quasi dieses Rot, zeigt an, okay, jetzt gerade ist sie wütend, jetzt ist gerade ihre Passive aktiv und naja, das soll das Ganze quasi verdeutlichen. Und man kann in der Szene genau erkennen, dass sowohl sie rot aufleuchtet und der Wachmann rot aufleuchtet, was irgendwie darauf schließen lässt, dass sie gerade echt wütend, also mad ist und naja, diese Wut den Gegner, in dem Fall den Wachmann, irgendwie spüren lässt. Daraus kann man eigentlich schließen mit der Zusatzinfo von Aesu, welcher ja auch die Vermutung aufgestellt hat, dass die nächste Legende auch eine Art Wallhack-Fähigkeit haben wird, also ja, dass man Gegner leichter oder halt durch Wände hindurch erkennen kann. Das scheint wohl dann irgendwie ein Teil ihrer Passive zu sein. Also ich glaube nicht, dass es so ist, dass sie wirklich durch Wände sehen kann, so wie sie es konnte oder immer noch kann. Sondern halt, dass sie irgendwie wie so eine Art Bangalore-Passive, dass sobald quasi ein Gegner auf sie aimt oder halt sie sich im Schussfeld befindet, dass sie halt wütend wird und ja, dadurch irgendwie die Gegner, sag ich mal, ein bisschen deutlicher markiert werden oder sowas. Das könnte ich mir vorstellen, ist aber nur eine Vermutung. Das lässt sich aus dem Launch-Trailer nicht ganz schließen. Aber der zweite Teil ihrer Passive ist die Shotgun-Passiv. Man sieht im Trailer zweimal, wie sie eine Shotgun bekommt. Und dadurch beginnt sie auch mad, also wütend zu werden und bekommt diesen roten Effekt, welcher wahrscheinlich auf eine Art Speed-Boost schließen lässt und sie währenddessen wahrscheinlich weniger Schaden bekommen kann. Und das Ganze ist irgendwie eng verbunden mit den Shotguns, weil, naja, wie gesagt, immer wenn sie eine Shotgun hatte, dann wurde sie auch so rot, also so wütend. Und ja, ich denke mal, dass das einfach irgendwie ein kausaler Zusammenhang ist. Und das könnte ziemlich interessant werden. Ich meine, man sieht ja auch an ihrem Skin, dass da so Shotgun-Patronen mit dran sind. Also ja, sie hat auf jeden Fall ein enges Verhältnis zu Shotguns. Ja, machen wir weiter mit ihrer taktischen. Und die wurde im Trailer auch sehr deutlich gezeigt. Nämlich eine Breaching Charge. Eine Kapsel, die eine große Explosion nach kurzer Zeit erzeugen kann. Interessant ist, dass sie diese offenbar aus weiter Entfernung geradlinig schießen kann, also so ähnlich wie Ashs taktische Fähigkeit, die auch über sehr große Distanz geradlinig hinwegfliegt, nur mit dem Unterschied, dass diese Breaching Charge, also dieses explosive Kapselgeschoss, eine gewaltige Explosion hervorruft und sich auch um Objekte herum verteilt. Also man könnte sagen, wie ein Knöchelcluster von Fuse, nur im viel größeren Ausmaß, vielleicht sogar noch mit irgendwelchen Licht- oder Stun-Effekten. Das muss man mal sehen, dass man quasi vielleicht irgendwie kurzzeitig geblendet wird. Aber da es damals diese Debatte um Seer so gab mit diesem, sag ich mal, Blend-Aspekt, kann ich mir vorstellen, dass es der vielleicht nicht wird. Aber ja, die taktische wird auf jeden Fall voraussichtlich jede Menge Schaden austeilen und vielleicht, das ist aber nur eine Vermutung, die Gegner stunnen, also verlangsamen. Mal gucken, wie sich das Ganze dann in-game so anfühlt und wie es wird. Episch ausschauen tut's auf jeden Fall. So kommen wir zum wahrscheinlich coolsten Teil ihrer Fähigkeiten, und zwar ihre ultimative Fähigkeit, der Wrecking Ball. Eine Art Abrissbirne, nur als Beyblade getarnt? Ja, so ist es. Auf diesen Fotos sehen wir ja Maggie, wie sie zwei Dinge in den Händen hält. Einmal eine Art Schild oder Kapsel und einmal eine Art metallische Schlinge. Das Lustige ist, dass diese beiden Teile wahrscheinlich zusammen ihre ultimative Fähigkeit ergeben. Dieser Ball, diese Abrissbirne, diese viel zu überdimensionierte Frag, also Splittergranate, ist diese Disc, also Scheibe, die sie in ihrer rechten Hand hält. Nur so sieht das Ganze, denke ich mal, dass es so sein wird, im zusammengefalteten Zustand aus. Diese Scheibe bläht sich dann auf, beziehungsweise erweitert sich und wird dann zu dieser überdimensionierten Splittergranate, die unseren armen Fusey überrollt. Aber um diese Scheibe, diesen Ball oder wie auch immer man das jetzt genau bezeichnen soll, quasi aufzuladen,
Damit es die benötigte Geschwindigkeit erreicht und alles in Grund und Boden überrollt, braucht sie diese Schlinge, in die sie offenbar diese Scheibe, ich sag mal, einspannt und mit viel Schwung losrollen, schrägstrich spinnen lässt. Das ist ja so ungefähr vergleichbar wie mit den Beyblades. Da muss man die ja auch in so eine Art Vorrichtung tun. Dann zieht man da an dieser, ich sag mal, Schlinge an und dann spinnt er auch. Also ich glaube, dass diese Schlinge genau diesen Effekt bei Mad Maggie hat, dass sie quasi damit ihre Ult auf Schwung, also auf Betriebstemperatur bringt. So könnte ich mir das Ganze zumindest vorstellen. Naja, ihre Ult sieht irgendwie aus wie eine Art Skillshot. Also ich denke, es wird nicht allzu leicht sein, diese Ult richtig und effektiv einzusetzen, anders als bei den meisten Ultis der anderen Legenden. Und naja, diese überdimensionierte Splittergranate, wie ich sie jetzt erstmal vorerst nenne, wird in einer geraden Linie die Gegner überrollen, ihnen wahrscheinlich Schaden zufügen und wahrscheinlich sehr, 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 sehr stark sein. Denn wie wir sehen, geht unser alter guter Kumpel Fuse dadurch zu Boden und ist quasi genockt. Aber wir müssen uns mal überraschen lassen, wie stark dieses Ding dann letztendlich in-game wirklich ist. Aber ich glaube, das ist tatsächlich noch nicht alles, was ihre Ult kann. Denn wir sehen im Launch-Trailer auch genau, dass sie mit Hilfe dieser ultimativen Fähigkeit eine komplette Fuse-Ult getankt hat. Und das lässt entweder darauf schließen, dass wenn sie wütend wird, ihre Passive wieder zum Vorschein kommt und sie wirklich einfach weniger Schaden bekommt, oder dass man mit Hilfe ihrer Ult irgendwie Ult-Angriffe von anderen Legenden, wie zum Beispiel jetzt eine Fuse-Ult, abblocken kann. Das ist auf jeden Fall wirklich ziemlich interessant. Wir müssen aber trotzdem einfach noch auf den Gameplay-Trailer warten, um wirklich sicher zu sein, was sie jetzt eigentlich so genau kann. Aber all in all kann man auf jeden Fall sagen, sie hat eine sehr große Ähnlichkeit zu den Fuse-Fähigkeiten. Deswegen sind die beiden ja wahrscheinlich auch so gut befreundet. Es macht auch Sinn, dass Maggie quasi so nach Fuse kommt. Das ist sinnvoll. Aber lassen wir uns mal überraschen, wie sie in-game so sein wird und wie sie die Meta vielleicht sogar verändern wird. Ich würde mir hoffen, dass das Ganze so ein bisschen von dieser Scan- und Movement-Meta ein bisschen weggeht zu vielleicht einfach irgendeine andere Meta. Mal gucken. Aber was ich tatsächlich nicht erwartet hätte, sagen zu können, ist aber, dass das Ganze sehr, sehr vielversprechend aussieht und dass ich mich wirklich freue, Season 12 zocken zu können, weil ich das wirklich einfach nicht erwartet habe. Ich war von Anfang an kein Fan von Maggie, aber vielleicht muss ich diese Aussage einfach revidieren. Wir lassen uns mal überraschen. Ich bin richtig gespannt und kommen wir jetzt zum Olympus Map Update. Ja, auf Olympus ist ein neuer Spot entstanden, der irgendwas mit dieser Phasentechnologie zu tun hat. Und naja, dieser ist wohl irgendwie durchgebrannt, überhitzt oder was auch immer mit so einem Phasenreaktor passiert. Und naja, hat einfach mal ganz entspannt Olympus an einen anderen Ort im Universum gebracht. Die Turbine, die wirklich lustigerweise eine Turbine ist, hat Olympus dann, bevor es auf, ja ich sag mal, den Boden crasht, Gott sei Dank noch stoppen können. Und jetzt schwebt Olympus in einer anderen Dimension oder an einem anderen Platz im Universum über einer riesigen Metropole. Und ich muss es einfach sagen, das Ganze wurde so unglaublich episch inszeniert. Also das fand ich wirklich epic. Ja, außerdem scheint sich das ganze Areal zwischen Bonsai Plaza und Solaranlage komplett verändert zu haben. Und das wäre auch gut möglich, denn dort ist nämlich eine riesige freie Fläche, die man theoretisch nutzen kann. Das Ganze beweist auch dieser Screenshot, denn dort kann man gut erkennen, dass sich neben Bonsai Plaza tatsächlich etwas geändert hat und dort musste dann auch dieser neue Bereich auf Olympus sein, den man auch im Trailer gesehen hat, der die ganze Map in einen Phasensprung gebracht hat. Also sprich quasi dieser Spot müsste das sein, der wahrscheinlich irgendwo zwischen Bonsai Plaza und Solaranlage sein wird. Ja, außerdem konnte man noch erkennen, dass auch viele einzelne Objekte durch den Phasensprung teleportiert wurden und somit es tatsächlich gut sein kann, dass kleine Häuser bzw. kleine Points of Interest oder andere Hindernisse jetzt an einer völlig anderen Stelle anzutreffen sind, als sie vorher waren. Würde ich auf jeden Fall episch finden, wird alles auf jeden Fall einen neuen Schwung bringen und ich fand es wirklich einfach nur geil. Ich bin mega hyped nach diesem Trailer für Season 12, was ich wirklich eigentlich nicht mehr für möglich gehalten hätte. Olympus wird übertrieben geil, allein einfach Olympus wieder zurückzuhaben. Es ist aktuell die beliebteste Apex-Map mit, glaube ich, 50% sagen, dass Olympus die beste Map ist und dann teilt sich das alles andere auf die drei restlichen Maps. Und ich freue mich einfach auch wieder endlich auf dieser wunderschönen Map spielen zu können. Und tatsächlich muss ich es einfach sagen, Maggie könnte geiler und epischer werden als erwartet. Mein Hype für Season 12 ist auf jeden Fall da. Wir müssen noch bis zum 8.
8. Februar warten, aber das ist gar nicht mehr lang und dann geht's richtig los. Leute, wenn euch dieses News-Info-Video gefallen hat, wie immer positive Bewertung da lassen. Und wenn du nichts mehr zu Season 12 verpassen möchtest, dann lass mir unbedingt ein Abo da. Würde mich extrem freuen und du kriegst alles mit. Und naja, dann sehen wir uns morgen um 14 Uhr zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao. Papa, ¿qué está haciendo?